Herr Dr. Bauer. Worauf kann man als Deutscher heute noch stolz sein? Ich glaube, wir Deutschen, stolz können wir doch nur sein auf das Gute, was wir selber gemacht haben. Was macht die Suche nach Bormann und Mengele? Da gibt's nichts Neues. Die Suche nach Eichmann. Ein Mann glaubt, Adolf Eichmann in Argentinien entdeckt zu haben. Und was willst du jetzt tun? Ihn in Deutschland vor Gericht stellen. Es gibt keine Ermittlungsbehörde, die nicht durchsetzt ist mit Nationalsozialisten. Ein Bauer werfen könnten. Ich habe den Mossad kontaktiert. Dr. Bauer. Ich denke, wir beginnen Landesverrat. Wollen Sie Gerechtigkeit? Kommst du denn ins Gefängnis? Die Spur ist eine deutsche Spur. Ich bin Ihnen so dankbar für Ihre Offenheit. Bin ich ein Feind unseres Landes? Interessieren Sie sich für die Jagd? Ja, aber nicht auf Tiere.